Hi, ich bin Ben und das ist Was geht ab mit den Happy News am Donnerstag. Und wir fangen gleich an mit einer Panda-Bärin, die einfach mal eine Schwangerschaft vorgetäuscht hat. Angeblich soll das Panda-Weibchen Aihin in einer chinesischen Aufzuchtstation eine Schwangerschaft vorgetäuscht haben, um besseres Futter zu bekommen. Und deshalb musste jetzt die weltweit erste Live-Übertragung einer riesen Panda-Geburt abgesagt werden. Es ist nämlich gar nicht so häufig der Fall, dass Panda-Bären in Gefangenschaft überhaupt Nachwuchs bekommen und dann werden sie natürlich so richtig verwöhnt. Schwangere Pandas bekommen klimatisierte Einzelgehege, mehr Früchte, Brot und natürlich lecker, lecker Bambus. Und das hat Aihin wohl mitbekommen. Und dann voll ausgenutzt. Laut Experten sind Phantomschwangerschaften bei Pandas aber gar nicht so selten. Aihin hatte letzten Monat kaum Hunger und weniger Lust auf Bewegung. Und das sind typische Anzeichen einer Schwangerschaft. Außerdem hatte sich ihr Hormonlevel verändert, was die Pfleger als sicheres Zeichen für Nachwuchs deuteten. Jetzt verhält sich der Riesenpanda wieder normal. Wir müssen also auf die erste Live-Geburt noch ein kleines bisschen warten. In Amerika gibt es Hundepool-Partys. Ja, ihr habt richtig gehört, Partys, wo die Hunde in den Pool springen. Und ein Freibad in Idaho in den USA macht jedes Jahr diese besondere Aktion für Hunde. Bevor die Schwimmsaison im Herbst zu Ende geht und das Wasser sowieso abgelassen wird, dürfen die Hunde ausgiebig darin planschen. Ja, es ist tatsächlich schon wieder soweit. Nicht nur die Hunde-Pool-Party fand statt, sondern es wird tatsächlich auch schon wieder Herbst. Die Hunde hatten allerdings mächtig Spaß und das Video davon wurde schon über 500.000 Mal auf YouTube angeschaut. Das erste Mal gab es die Pooch Pool Party, so heißt das Ganze übrigens, im Jahr 2007. Und damals wurde das Hundeschwimm-Event eingeführt, um Geld für den Nampa Dog Park zu sammeln. Ein Park, in dem sich die Vierbeiner so richtig austoben können. Und eigentlich eine echt coole Idee, weil mit dem Hund darf man ja eigentlich nicht ins Freibad und selbst an Bagger sehen oder sowas ist es auch nicht so. Ganz einfach mit dem Hund, wer einen Hund besitzt, der weiß, wovon ich rede, einfach so mal zu chillen, weil der rennt dann einfach rum und lädt sich auf fremde Handtücher, ja, oder kackt ins Wasser oder was auch immer. Und das mal im Freibad zu machen, das ist doch ganz lustig. Und wir bleiben in Amerika. Forscher haben jetzt das Rätsel um die wandernden Steine gelöst. Was für wandernde Steine, fragt ihr jetzt natürlich. Es ist so, im Death Valley in den USA gibt es riesige Steine, die sich einfach bewegen. Und das Jahr für Jahr. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum oder wer zum Teufel geht da hin und bewegt diese Steine? Jetzt das Rätsel gelöst. Bei dem Phänomen wandern Steine, die teilweise bis zu 320 Kilo schwer sind, scheinbar wie von Zauberhand und ziehen dabei Schleifspuren hinter sich her. Um das Rätsel jetzt zu lösen, haben die Wissenschaftler 15 Gesteinsbrocken mit GPS-Sendern ausgestattet, also ähnlich wie bei Tieren, und eine Wetterstation aufgestellt, um die Umweltbedingungen zu dokumentieren. Und nach 2 Jahren tat sich schließlich was und die Steine begannen tatsächlich zu wandern. Und dazu sind ganz bestimmte Wetterbedingungen nötig. Des Rätsels Lösung ist, erst muss es regnen, und zwar genau so viel, dass sich ein dünner Wasserfilm auf dem Boden bildet. Dann müssen die Temperaturen unter 0 Grad fallen, damit das Regenwasser gefriert. Und die Luftfeuchtigkeit, die muss hoch genug sein, damit auch der Stein einen hauchdünnen Eismantel bekommt. Und wenn die Sonne jetzt das Eis antaut und es stark genug windet, können die Steine auf dem dünnen Wasserfilm gleiten. Und das ist ähnlich wie beim Schlittschuhlaufen. Rätsel gelöst und völlig krasse Sache, oder? Was macht man, wenn man von langer Hand eine Hochzeit plant, jede Menge Geld reinbuttert und dann kurz vor dem krassen Event das Ganze zerplatzt? Einfach ein Charity-Event draus machen. Letztes Wochenende hatte der 32-jährige Philip Boone aus Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania eigentlich heiraten sollen. Doch er und seine Angebetete trennten sich kurz vorher. Und damit all das Geld, das er für die Hochzeitsvorbereitungen ausgegeben hat, doch noch sinnvoll genutzt werden konnte, hat Phil kurzerhand beschlossen, statt seiner Hochzeit ein Charity-Event zu feiern. Der sitzengelassene Bräutigam organisierte ein Spenden-Event in dem angemieteten Hochzeitsraum, um die Organisation Surgery Corps International zu unterstützen. Die Ärzte der Hilfsorganisation operieren Kinder in Entwicklungsländern, die sich ansonsten keine Behandlungen leisten könnten. Online verkaufte er Tickets für das Event und listete genau auf, welche Leistung die Gäste bei welchem Betrag unterstützen.
Für 50 Dollar konnten beispielsweise Operationsutensilien gekauft werden. Für 150 Dollar wurden Produkte für die Zahnhygiene für 150 Kinder finanziert. Phil ist übrigens vom Beruf Marketingfachmann und konnte durch die Veranstaltung 50.000 Dollar an Spenden sammeln. Durch seine Aktion bekam er außerdem 500 Freundschaftsanfragen auf Facebook, viele davon von attraktiven Frauen, die ihn gerne jetzt kennenlernen würden. Kommen wir zurück zu der Hundepool-Party. Schade, schade, Schokolade. Sommer ist schon wieder vorbei, aber jetzt zum Wochenende hin soll es ja noch mal wenigstens ein bisschen warm werden. Was macht ihr mit den letzten Sonnenstrahlen des Sommers? Habt ihr noch irgendwas Cooles vor, was unbedingt noch erledigt werden muss? Dann postet es gerne unten in die Kommentare. Das waren die Happy News für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch und Kanal abonnieren. Abonnieren-Knopf gibt es hier unten. Ansonsten an der Seite noch mehr News. Nebendran der Link auf Textkalibur und unten in der Videobeschreibung noch die Links auf Facebook, Instagram und auch auf meinen Kanal. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder am Montag und ich gehe jetzt die Sonne genießen.